Wir haben natürlich lässige Preise, wie ihr ja hier sehen könnt. Oder? Wir schauen natürlich, dass das ein bisschen etwas Attraktives ist und nicht einfach nur Ramsch. Also es muss, das Zeug muss auch funktionieren, so ein Brötchen oder irgend so. Das muss alles funktionieren, ein Spiel, wir sind sehr vielseitig. Ja, es sollte für jeden Geschmack etwas dabei haben. Ich habe gerade ein bisschen mal so umgefragt, was da unsere angestellten Gänsefüßchen, unsere Helferinnen da so für ein Feedback haben. Und sie haben gesagt, sagen alle gesagt, sehr cool, sehr alles cool. Also wir haben eigentlich keine Reklamationen oder sagen, das ist ein Schmarrn oder irgend so. Es ist eine attraktive Sache, die zum Knabenschiessen gehört, schon seit manchem Jahr. Also der erste Preis ist ein Suzuki. Der ist ein grosser Teil gesponsert von Emil Frey AG. Das ist also ganz etwas Supers. Und dann der Musikhug spendiert auch immer Gitarren und noch Gucci dazu. Dann Belliani haben wir Möbel Gucci können splitten, dass wir da ein paar Preise haben. Dann haben wir ein Mountainbike, das ist auch ein grosser Teil gesponsert. Also einfach 7 solche Hauptpreise. Und das andere sind Sofortpreise. Die Lösli haben wir für 2 Häuschen, eins vor dem Schiessstand. Das ist natürlich sehr ein attraktiver Standort, wo die schiessen oder zuschauen, dass dort das läuft sehr gut. Dann haben wir noch ein anderes Häuschen oben beim Festsaal und da bei der Trefferausgabe. Wir verkaufen hier auch los.